Willkommen zurück zum nächsten Video. Ja, ich möchte euch heute etwas zeigen, was ich letztes Jahr für die Familie zu Weihnachten gemacht habe. Was das Weihnachtsessen angeht, da gibt es ja immer ganz unterschiedliche Meinungen. Die einen stehen auf Kartoffelsalat mit heißen Würstchen, andere essen Heiligabend gerne einen schönen Fisch. Ja, manche möchten vielleicht Klöße, Rotkohl, Fleisch in Form von Sauerbraten oder Rouladen. Das ist wirklich jedem selbst überlassen. Ich kann euch nur zeigen, was wir letztes Jahr gemacht haben. Wir haben eine schöne festlich gedeckte Tafel gemacht und haben gesagt, es gibt Brot, es gibt Salat, es gibt Antipasti. Und ich habe der Familie einen essbaren Adventskranz auf den Tisch gestellt. Das ist im Prinzip ganz einfach gemacht. Das ist eigentlich nur Wurst, Käse, ein paar Zutaten. Ihr seht schon, es ist jetzt ein bisschen mehr als beim ersten Video, was hier steht. Aber auch da ist wieder dem Geschmack, alles offen gelassen. Ich habe jetzt einfach mal die Sachen hier hingestellt. Ihr könnt das natürlich variieren und werde euch jetzt gleich wieder in der Nahaufnahme zeigen, wie ich diesen Adventskranz anrichte. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel als Auswahl Salami. Ich habe rohen Lachsschinken. Da kann man natürlich auch sehr gut Bresaola nehmen. Ich habe hier den Käse, der schon in so schönen Rosetten gedreht wird. Den kann man, entweder hat man das selber, dass man das machen kann, dass man sich den großen Käse holt und das selber hobeln kann. Oder man kann aber auch an der frischen Theke in den meisten Supermärkten, an der Käsetheke sich diese schönen Rosetten schon hobeln lassen. Dann habe ich hier eine etwas dickere Scheibe Käse, aus der ich gleich ein paar Sternchen ausstechen werde. Rosmarin, hier habe ich kleine Salami-Sticks. Oliven, Kapernäpfel, ich habe hier Mini-Mozzarella-Kugeln, die ich ein bisschen gewürzt habe mit einem Bruschetta-Gewürz. Dann habe ich hier noch so kleine Knusperstangen, so Brotstangen und noch kleine Mini-Tomaten. Aber auch da, wie gesagt, ich habe letztes Jahr zum Beispiel auch noch Feta-Käse genommen, Weintrauben. Also ihr könnt da wirklich variieren, wie ihr das am liebsten mögt. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das richtig schön anrichten könnt als Hingucker für die Essenstafel zu Weihnachten, mal was ganz anderes, was vielleicht der Rest der Familie noch nie so gesehen hat und was für einen wirklich tollen Wow-Effekt sorgen wird. Ja, als erstes habe ich jetzt hier den Käse. Ich habe ihn an der Seite schon ein bisschen entrindet. Es ist so ungefähr, ich würde mal sagen, ein guter Zentimeter oder anderthalb Zentimeter dicke Scheibe. Da könnt ihr natürlich auch wieder variieren, was ihr für Käsesorten mögt. Ich habe jetzt hier jungen Gouda genommen, aber da geht natürlich auch verschiedene Sorten. Ihr könnt natürlich auch variieren, dass ihr sagt, jede Käsesorte hat eine verschiedene Sterngröße, die ihr dann nehmt, um das zu unterscheiden. Ich habe jetzt hier einfach mal drei verschiedene Sterne genommen, die ihr dann ausstechen könnt. Und die werden dann einfach nachher zwischendurch einfach mit auf dem Adventskranz verteilt. Da kann man dann die Sternchen ausstechen. Man kann natürlich auch andere Formen nehmen. Man kann auch Herzchen nehmen oder sonst irgendwas. Aber ich finde, gerade für die Weihnachtszeit passen natürlich Sterne ganz gut. Ihr müsst nicht alles als Sterne machen. Das sollen nur so ein paar Highlights sein. Man kann natürlich auch den Käse zusätzlich noch in kleinen Würfeln schneiden oder in kleine Sticks, die ihr einfach mit in den Adventskranz reingebt. Aber hier einfach mal das Beispiel mit ein paar Käsesternen. Für so eine ganz dicke Scheibe eignet sich der ganz kleine Stern meist nicht. Das ist ein bisschen fummelig. Das kann man dann vielleicht machen, wenn man etwas dünnere Scheiben hat. Da kann man dann den ganz kleinen Stern nutzen. Es gibt natürlich auch noch größere Sterne, aber die finde ich dann doch ein bisschen zu massiv als Käse zu essen. Das sind so kleine, schöne Happen, die man schnell in den Mund stecken kann. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt den Käse schon in kleine Sterne geschnitten. Ich habe die Sterne nochmal in der Mitte durchgeschnitten, weil mir die Käsescheibe, die ich an der Käsetheke gekauft habe, doch ein wenig zu dick war. Habe aber aus dem restlichen dicken Stück Käse auch noch solche kleinen Käsesticks gemacht. Aus dem Endstück habe ich kleine Würfel gemacht. Also da könnt ihr variieren. Die Salami-Sticks habe ich auch schon mal in der Mitte durchgeschnitten. Das sieht immer ganz schön aus, wenn man sie leicht anschrägt und nicht einfach nur gerade durchschneidet. Das macht immer eine etwas schönere Optik. Hier habe ich jetzt, wie gesagt, die Wurstkomponente und die Rosettenkäse. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich anfange. Ich lege mir einfach immer schon mal so ganz grob einen Kreis hin, dass ich mal so eine Vorgabe habe. Mit irgendwas muss man immer anfangen. Es ist immer ein bisschen schwierig. Den Schinken, den könnt ihr einfach so nehmen und in so kleine Rosetten drehen. Das sieht immer ganz schön aus. Und legt den einfach mal so dazwischen. Und beginnt einfach mal an irgendeiner Stelle ganz mutig
und fangt an, einen Kreis zu legen. Man kann das nachher immer noch ein bisschen zupfen, ein bisschen anders arrangieren, aber damit man erstmal so ungefähr eine Vorstellung hat, wie es werden soll, würde ich immer empfehlen, einfach mutig drauf loszuarbeiten. Nachbessern kann man immer noch. Ja, mit den Salamischeiben genau das Gleiche. Die kann man so ein bisschen eindrehen. Das sieht auch ganz schön aus. Ich habe jetzt hier so einen Salami genommen, der noch so einen weißen Rand hat. Auch bei dem Schinken mit dem Kräuterrand sieht das ganz schön aus. Das macht nochmal eine etwas andere Optik. Aber da ist natürlich auch jedem Geschmack wieder geschult, was er nehmen möchte. Da lasse ich euch ganz frei Hand. Das soll ja alles hier nur eine Inspiration sein zu dem, was ihr dann machen könnt. Ja, und dann wird das einfach kreisförmig angeordnet. Den Rosmarin, den setze ich nachher einfach wie so kleine Tannennadeln dazwischen. Manchmal will das nicht so ganz halten. Runde Scheiben sind vielleicht auch manchmal ein bisschen besser, um das Ganze dann auszudekorieren. Ihr könnt auch zwischendurch einfach schon mal so eine Käserosette setzen. Und ihr seht schon, so langsam nimmt das schon eine Kranzform an. Man muss so ein bisschen gucken. Also ich habe jetzt erstmal so eine Auswahl an Wurst zusammengestellt, um zu gucken, ob wir damit hinkommen. Wenn das nicht reicht, kann man natürlich noch ein bisschen, ich habe noch was im Kühlschrank, kann man noch ein bisschen nachlegen. Aber das lässt sich am Anfang immer ein bisschen schwer einschätzen, wie das so wird. So, die drehen wir auch noch mal ein bisschen zusammen. Hier können wir noch mal einen roten Schinken zwischensetzen. Wo fehlt uns noch einer? Und hier setzen wir auch noch mal ein. Dann haben wir noch Salami übrig, die wir noch mal eindrehen. Hier eine drunter und ihr seht, so langsam nimmt es Formen an. Und ganz zum Schluss kommt dann noch das andere Füllmaterial. Also ihr könnt natürlich auch noch Brotchips nehmen oder es gibt auch noch statt dieser Salami-Sticks, die gibt es auch noch in so kleinen Kügelchen, dass man die dazwischen setzt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch noch Mozzarella und man kann ja auch noch Feta-Käse dazusetzen. Also das ist ganz frei wählbar. So, jetzt gebe ich überall schon mal so eine kleine Kugel Mozzarella dazwischen. Da ist es halt ganz schön, wenn ihr den vorher gut abtropfen lasst. Der ist ja immer in so einer Lake eingelegt. Ich habe den jetzt vorhin erstmal einmal schon mal abgeschüttet, abtropfen lassen, habe ihn dann noch mal einmal ein bisschen auf den Küchenkrepp gelegt und habe ihn dann gewürzt. Da könnt ihr gucken, also ich hatte jetzt hier so ein Bruschetta-Gewürz, da kann man aber auch gucken, es gibt da schon fertige Gewürzmischungen für Tomate, Mozzarella. Ihr könnt einfach mit einem normalen Kräutersalz arbeiten. Also feel free, sage ich da immer, und guckt, was euch am besten schmeckt, was eurer Familie schmeckt. Natürlich würde das jetzt auch für die Variante gehen, dass man das nur mit Käse macht. Wenn jemand sagt, also bei uns sind alle Vegetarier, das muss auf jeden Fall fleischlos sein. Dann könnt ihr natürlich ganz, ganz viele verschiedene Käsesorten, ob es jetzt ein Camembert ist oder ähnliches, das könnt ihr alles hier mit unterbringen. Die kleinen Tomaten nehme ich immer die, wo noch hier oben so von dem Strauchtomaten das kleine Grün dran ist. Das finde ich immer sehr schön. Das gibt auch nochmal so einen farblichen Akzent, wenn ich die so dazwischen setze, wie so kleine rote Christbaumkugeln. Ich habe das extra so geschnitten, dass halt die kleinen grünen Zweige noch dranbleiben. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach weiter, damit es für euch jetzt nicht zu langweilig wird. Zeige ich euch das gleich mal in der Zusammenfassung, wie es fertig aussieht. Aber ihr habt schon mal einen Einblick bekommen, wie das so ungefähr werden soll. Und gleich seht ihr den Rest. Ja, was sagt ihr? Das sieht doch wirklich wunderbar aus. Und ich kann euch sagen, durch das Zerrupfen von dem Rosmarin riecht es auch wieder ganz, ganz toll hier in meiner Küche. Und ich würde sagen, das ist wirklich mal ein Highlight, was ihr auf euren Tisch bringen könnt zu Weihnachten oder auch schon in der Adventszeit. Dieses Jahr ist alles anders. Wir müssen alle ein bisschen anders feiern und können vielleicht nicht so im ganz großen Familienkreis feiern. Aber deswegen muss es nicht weniger schön sein. Und ich finde einfach,
Man kann immer das Beste aus jeder Situation machen. Es bleibt uns meistens auch nichts anderes übrig. Und wenn ihr dann mit der Familie zusammensitzt und mal wirklich so eine tolle Wurst-Käse-Platte hinstellt, oder mit Antipasti, ihr könnt gefüllte Oliven dazu nehmen, gefüllte kleine Kirschtomaten. Ihr könnt noch mit frischen Feigen arbeiten oder auch mit Trockenfeigen oder Datteln. Da könnt ihr euch richtig auslassen. Und ich muss gestehen, es ist nicht komplett meine Idee. Also ich habe das letztes Jahr gesehen bei Instagram und habe das ein bisschen für mich abgewandelt. Und ich habe letztes Jahr so ein Wahnsinnsfeedback dazu bekommen, als ich die Fotos gepostet habe, dass ganz viele gesagt haben, wow, mal was ganz anderes und kannst du mir ein Foto rüber schicken, wie du das gemacht hast und erklären. Ja, im Prinzip, man kann nicht viel erklären. Man kann so ein bisschen Anleitung geben, was man dazu nutzen kann, habe ich euch jetzt auch hier gegeben. Aber ihr könnt das einfach frei nach eurem Geschmack, nach eurem Gutdünken gestalten, einkaufen, was ihr dafür haben wollt. Ihr habt jetzt gerade gesehen, also ihr braucht gar nicht so viel von dem Käse, habe ich noch was übrig. Auch von den Tomaten und von den kleinen Würstchen-Sticks. Also ganz so viel braucht man gar nicht. Ich habe einfach erstmal eine bunte Auswahl zusammengestellt und das könnt auch ihr machen. Also ich sag euch, das kommt wirklich super gut an, wenn ihr das so auf den Tisch stellt und die Familie sagt, wow, mal was ganz anderes und da könnt ihr einen richtig schönen Brunch machen oder abends ein schönes Essen mit der Familie und habt einen ganz leckeren, essbaren Adventskranz. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht das nachmacht und wenn ihr da bei Instagram oder Facebook seid, dürft ihr mich auch gerne verlinken. Bei Instagram heiße ich einfach Kochen und Backen, bei Facebook Sibylle Hansen einfach Kochen und Backen. Da werdet ihr mich bestimmt finden, ihr könnt mich da verlinken. Ich würde mich da riesig drüber freuen, einfach mal zu sehen, wie ihr es gemacht habt und hoffe, euch da wieder eine kleine Inspiration mit an die Hand gegeben zu haben. Viel Spaß dabei und lasst es euch schmecken.